Von unten. It appears that there are more holes in this area. I count 7 in total. What is this book? Ich finde es auch wieder gut, dass die Musik so laut war, dass man von dem Gespräch nichts mitbekommen hat. Kein Wunder, dass in Retold die Kampagne noch nicht dabei ist. Zweites Ritual. Ich glaube, es ist halt jetzt wäre jetzt einfach am einfachsten darüber zu gehen mit den beiden. Kann ich da einfach oben hingehen? Ja, kann ich. Können die den angreifen? Ne, die können den nicht angreifen. Komm, den nehme ich wieder zurück. Oh, die haben da aber ein paar Leute. A hero has fallen. A hero has. Ja, okay. Da laden wir nochmal neu. Okay, die werden von einer ganzen Menge Leuten bewacht. Wenn ich jetzt einfach mit denen da aber rübergehe, also hier rüber, dann könnte ich deren. Oh, ich habe auch Speer. Okay, cool. Ich bin es jetzt nicht gewohnt, ne? Ich habe vorhin mal Retold gespielt. Und das sind halt die Sachen wieder, das sind die halt auf komplett anderen Sachen. Ich muss dann eh noch gucken, ob es da eventuell Hotkeys gibt, womit ich einfach auf die Sachen gehe. Also ich habe auch ein Match mal aufgenommen, ich habe mal so ein Random Match gemacht. Also das werdet ihr wahrscheinlich eh vorher sehen, bevor die Folge hier rauskommt. Aber, oh, da ist ein Affenkönig. Big Salamander. Das ist ein Pixio. Also da ist der eine Pixio eben. A hero has fallen. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass die auf die einen losgehen. Was kann ich denn bauen? Ich baue meinen Garten da unten hin. Aber ich kann nur einen Garten bauen. Aktuell. Muss dann nur gucken, wenn die hier fertig sind mit dem Tempel. Also es ist ganz gut, wenn der Tempel weg ist, weil dann kriegen die da keine mythischen Einheiten mehr raus. Ist mir nur ganz wichtig, dass die Helebardiere dann da runterlaufen. Muss ich halt gucken, dass ich irgendwie an ein paar Einheiten komme. Damit ich dann. Oh, und das ist mal so ein Vorratsding. Ich kann nochmal einen Garten bauen. Okay. Okay, ich habe jetzt 6 Leute, die Dinge. Ich brauche mehr Leute, die Gold sammeln. Ich glaube, ich muss langsam aufs Klo. Das ist auch nicht, auch nicht wieder das Beste. Was mir auch in Retold zum Beispiel gar nicht gefällt, ist, dass ich zum Beispiel die Gebäude nicht einfach so drehen kann. Das wird auch im Tutorial nicht erklärt. Finde ich schade.
准备好了，好的，是的。Ist das eigentlich eine Schlangenfrau, dieser Nüwa? Da muss ich einfach. Ne, da muss ich jetzt hier drauf gehen. Nüwa ist die Schwester und Ehefrau von Fuxi und Tochter von Huazu. Einem Urwesen, das beim Tod Pangos entstanden ist. Das beim Tod Pangos entstanden ist. In den früheren Tagen der Schöpfung formte sie die Oberschicht der Menschheit aus dem Schlamm des gelben Flusses. Dann tauchte sie ihren Schleier in das Wasser und wirbelte ihn umher und verstreute so die Tropfen. Wurde zu einem Bauern und somit war die Menschheit geboren. Okay, das ist ein bisschen wild. Aber da steht nicht dran, was sie genau eigentlich ist. Muss ich mal nachgoogeln. Also zumindest, wie sie genau sie dargestellt wird. Weil da wird sie, wenn ich das jetzt so sehe, sieht das so aus, als wird sie halt als Schlange dargestellt. Warum sammeln die jetzt eigentlich Nahrung? Ach, ich weiß. Die Vorratsleute. Mysteriöses Loch. Okay. Mother Nature. The monk has reached the third hole. Okay. Muss halt ins nächste Zeitalter, ne? Muss ich gucken, dass ich mal in ich lasse ihn mal Nahrung produzieren. Wobei, ihr könnt mir da auch neben dem Tempel mein Haus bauen. Krieg ich die mal hoch? Also die Einheiten sind dem gefolgt, ne? Ja. Ach, das greifen da Leute an. Los, alle rein. Das Dorfzentrum. Was ein Quilin, Pfeilhagel, Terrakotta-Soldat. Technologien verbessern ihre Bogenschützen. Ach, das ist ganz gut. 5 Getreide. Terrakotta-Soldaten sind zwar vielleicht ganz cool, aber. Mit der geballten Macht der Dorfbewohner. So. So, ja. Die haben keine Hühnchen mehr, ne? Muss ich jetzt warten, bis die eine fertig angebetet ist? Ach, das ist doch ein Sterblicher. Der kann die ja gar nicht wegwerfen. Oh. Ah, cool. Ich krieg wieder gratis mythische Einheit. Ein Quilin, was kann denn der? Immun gegen die meisten Zauber, hält im Sterben Einheiten. Okay. Das ist eine weirde Einheit, aber okay. Oh, was macht denn der Pfeilhagel? Wäre ich am Anfang relativ schnell vorangekommen? Oh, ja, der Mine. Dafür muss ich erstmal ins nächste Zeitalter kommen. Shuda?
遵命，是的，好的。遵命，是的，是的，好的，好的，好的，准备好了。遵命，是的，遵命。 Zooming. Ja, die Xylon-Sterblichkeit. Sterblichkeit mit den Untersterblichen, wodurch die schneller regenerieren. Okay, hört sich interessant an. Kann ich vier Unsterbliche machen? Okay, das ist ein bisschen wild, finde ich. Wenn ihr mich fragt, aber. Schicken die da ihre Einheiten rum. Du baust mir jetzt da oben mal irgendwo ein. Da oben mal eine Kriegsakademie. Ah, die haben ein Tor, ne? Tor ist blöd. Speichern erstmal. Es geht mir erstmal darum, den Pixie hier erstmal wegzumachen. Na, das ist schon mal gut. Ich mache jetzt auch mal ein paar von den Chonoku. Das ist, wenn ihr mich fragt, ist ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Oh, stimmt, ich kann schon Dorfzentrum machen. Okay, cool. Ich dachte immer, das wäre eigentlich erst im nächsten Zeitalter möglich. So. Machen wir hier auch mal einen Stall. Dann könnte ich irgendwie mal, wobei die werden ja eh verbessert gerade. Was ist das? Ja, der Hase. Chang lässt alle ihre regulären Einheiten und Helden sich schneller bewegen. Hm? Der Bogen des Hu-Yu. So. Siedlung abgeschlossen. Erstmal Jademinen. Ich mache mir jetzt hier 5 Dorfbewohner. Die sammeln dann alle hier. Die können da alle mal ein bisschen Dings sammeln. Dann die Jade sammeln. Habe ich noch. Ah ja, ich habe die hier. Bauen wir da oben jetzt mal einen Turm hin. Dies ist mir ganz wichtig. Brauche ich mehr Holz? Tiaofu. Tiaofu. Ha. Oh, bei. Ganz ehrlich. Den schicke ich jetzt zum Gold sammeln. Ich finde es ganz cool, dass sie da eigentlich extra so eine. So ein Dings gemacht haben. Ja, jetzt muss ich gefühlt die Türme angreifen. Die, die da nicht angreifen können, die greifen jetzt einfach alle das Tor an. So. Wenn es gut läuft, ist der. Was genau ist mein Ziel? Halten Sie den Mönch auf, bevor er 7 Löcher erreicht. Wie halte ich denn den Mönch auf? Ich muss die Löcher angreifen, oder was? Oh, dear soldiers, please do not harm old C here. I was merely following Dunsu's orders.
course, most generous soldier. Ich finde das voll gut. Also allein die Mission ist irgendwie ein bisschen weird. Wenn man da, also ich muss ehrlich sagen, wenn man da schnell genug ist, ist die Mission ja gleich vorbei. Und ich finde das immer noch so wild, dass die Musik einfach so laut ist, dass man von dem Dialog. Weil die Musik ist zuvor normal, so wie ich sie eingestellt habe. Und dann in den Cutscenes ist die Musik auf 100% und die Stimmen bleiben genauso, wie sie eingestellt sind. Ich finde das dumm. Hä, warum macht man sowas? Warum? Oh man. Ach, wir gehen ins nächste Szenario.